Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich mache heute mal den What's on my phone Tag und verbinde das Ganze mit der meistgestellten Frage, glaube ich, und zwar wie ich meine Fotos bearbeite. Das wurde schon sehr, sehr oft angefragt und ja, jetzt komme ich quasi endlich mal dazu. Ich werde das gleich mit einer Bildschirmaufnahme machen, die ich dann hier gleich einblenden würde. Ich hoffe, das funktioniert so. Ich bin da nicht so der Pro in solchen Sachen, deswegen sorry, wenn es nicht so super professionell ist. Trotzdem hoffe ich, ihr habt ganz viel Spaß und ja, wünsche euch jetzt viel Freude beim Zuschauen. Vorab erstmal, ich habe das iPhone 7 in der ganz normalen Größe in Roségold und meine super schöne Hülle. Personalisiert ist von Exclusive-ID, das verlinke ich euch gerne mal in der Infobox. Die haben super schöne Handyhüllen, kann man auch schön mal als Weihnachtsgeschenk zum Beispiel verschenken, da jetzt die Zeit ja wieder losgeht. Und ja, ich werde jetzt mal diese Bildschirmaufnahme hier starten. Ich hoffe, es funktioniert jetzt alles, so wie ich mir das vorgestellt habe. Mein Freund hat wieder angerufen. Versuch Nummer 3, dieses Video für euch zu drehen. Also wir fangen jetzt einfach mal an. Ihr seht jetzt quasi meine Startseite. Da habe ich oben Fotos, Kamera, daneben Dienstprogramme. Das sind einfach so Sachen, die ich nicht so oft benutze, jetzt außer der Uhr natürlich für den Wecker oder Notizen. Den Rest versuche ich halt immer in so Ordner reinzutun, damit die mich quasi nicht stören auf meiner Hauptseite. Daneben seht ihr Telefon, Einstellung, Musik, Kontakte, Kalender, jetzt eigentlich nichts Spannendes. Und auch hier in diesem sonstiges Ordner sind quasi auch so Sachen, die ich nicht brauche, nicht benutze. Daneben ist App Store, Safari, Mails, Erinnerungen benutze ich sehr, sehr oft. Da schreibe ich echt täglich. Wie ihr seht, da steht auch eine 4 Sachen, die ich noch erledigen muss. Auch mit Erinnerung, damit ich das nicht vergesse. Dann habe ich Karten, FaceTime. Unten ist dann meine Nachrichten. Instagram natürlich, Spotify und WhatsApp. Also quasi die Apps, die ich am meisten benutze. Zweite Seite, da ist oben Kleiderkreisel. Mag ich auch sehr gern. Bin ich schon sehr lange angemeldet. Benutze ich seit Jahren schon. Snapchat benutze ich jetzt nicht mehr so häufig. Die VRS-App kennen vielleicht auch einige. Da kann man halt so Bus- und Bahnverbindungen suchen. Das Ganze habe ich halt VRS für Köln und VRR für Bochum. Dann E-Mails, weil diese komische Mail-Funktion von Apple bei mir einfach nie funktioniert. Das nervt mich total. Da habe ich mir irgendwann einfach die App runtergeladen. Facebook, eBay-Kleinanzeigen benutze ich auch mal gerne. Dann Amazon Prime Video, das benutze ich einfach immer, wenn ich zum Beispiel in der Bahn sitze lange oder hin und her fahre, einfach um mir da, keine Ahnung, Serien anzuschauen oder so. Dann halt Wohnen, weil ich ja lange auf Wohnungssuche war, Immobilien-Scout und WG gesucht. WG gesucht kann ich übrigens auch sehr empfehlen, wenn Leute, also das ist nicht nur für WGs, da gibt es auch Wohnungen, vor allem Einzimmerwohnungen und das ist halt besonders für Studenten. Dann von meiner Bank eine App. Dann habe ich hier Urlaub, da ist zum Beispiel Urlaubspiraten drin, das kann ich auch mega gut empfehlen, wenn jemand nach einem super Schnäppchen sucht quasi. Die bieten Pauschalreisen, Flüge, was auch immer, alle Angebote, die es halt so aktuell gibt. Da gucke ich sehr oft und könnte da wirklich 30.000 Mal in Urlaub fliegen, gefühlt im Jahr. Airbnb, muss ich auch nicht viel zu sagen, benutze ich auch schon seit Jahren mit meinen Eltern auch, also ist eine perfekte App. Wer es nicht kennt, ich denke mal die meisten kennen es, aber wer es nicht kennt, da kann man nach Unterkünften suchen. Ich zeige euch das einfach mal kurz. Ist jetzt nichts Besonderes. Also ihr könnt angeben, wohin. Und da bieten halt quasi Privatleute ihre Unterkünfte an. Und das ist halt viel günstiger als Hotels. Und ich finde halt auch das ganz cool, wenn man halt Locals kennenlernt. Dann Ryanair App, Here We Go ist so ein Offline-Navi. Das benutze ich immer im Ausland. Und natürlich Uber. Brauche ich jetzt in Deutschland nicht mehr. Habe ich in Amerika immer benutzt. So, dann kommen wir zu Food. Auch sehr, sehr coole Sachen. Die Food Guide App habe ich auch schon länger. Das ist so eine App, wo man in verschiedenen Städten in Deutschland und die haben es jetzt, glaube ich, auch international quasi Restaurants finden kann an Beispielen. Dann die Tasty App. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist auch so eine Instagram-Seite. Die machen immer so Rezepte. Da suche ich immer ganz oft für mein Meal Planning in der Woche, um da irgendwelche spannenden Sachen, neue Sachen auszuprobieren. Das daneben ist so eine Blogger-App, das ist jetzt, glaube ich, nicht so interessant. Und da unten dieses HelloFresh ist auch quasi nochmal so eine App mit Essensideen. So, den Fotografie-Ordner überspringe ich jetzt kurz. Das machen wir gleich nochmal quasi explizit, wenn ich alles andere schon durchgehabt habe. Shopping, ist auch nichts Besonderes, denke ich mal, kennen auch irgendwie alle. Und daneben habe ich dann noch den Messenger, dann natürlich YouTube als App. Habe ich mir letztens erst runtergeladen. Ich liebe das. Seitdem gucke ich viel mehr YouTube-Videos.
Und dann habe ich noch Audible, das finde ich auch mega cool. Da höre ich immer mein Harry Potter Hörbuch. Ich liebe Hörbücher momentan total. Vor allem halt Harry Potter. Ich bin der größte Harry Potter Fan. Jetzt halt weiter mal, wie ich meine Bilder bearbeite. Und wir gehen jetzt einfach erstmal auf meinen Fotografieordner. Ich werde jetzt nicht zu jeder App einzeln was sagen, weil es dauert einfach viel zu lange und ich glaube, die meisten interessiert das auch nicht so. Ich habe VSCO Cam, das ist so eine der Haupt-Apps, die ich nutze. Dann habe ich hier Lightroom, ich zeig euch das einfach mal ganz kurz. Hier ist sogar noch ein Bild von mir drin. Damit kann man sehr, sehr schön die Bilder, vor allem von der Farbe her und so, korrigieren. Dann habe ich Facetune, einmal eine App von meiner Kamera, womit ich halt die Bilder direkt aufs Handy machen kann. Dropbox, Snapseed, Afterlight und Color Story. Dieses Color Story habe ich bisher noch gar nicht so richtig benutzt. Deswegen, das ist jetzt nicht so mega interessant. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe jetzt einfach mal ein Bild hochgeladen. Und zwar so ein ähnliches hatte ich vor ein paar Tagen auf Instagram gepostet, beziehungsweise gestern, glaube ich. Und ich gehe dann zuerst mal auf Bearbeiten und gehe auf Feinabstimmung. Und ich habe eigentlich nicht sowas, was ich immer gleich mache. Ich gucke einfach, wie das Bild aussieht. Also hier würde ich auf jeden Fall die Helligkeit hoch machen. Dann Ambiance mache ich meistens ein bisschen rein. Das macht das Bild so ein bisschen schöner. Und genau, da spiele ich dann auch mal mit Kontrastfarben hin und her, wie auch immer. Ich zeige jetzt quasi nur mal ein Beispiel. Was ich auch, was viele ja auch mal sagen, was ich wichtig finde, nochmal dazu zu sagen, es muss ja jeder irgendwie auch so ein bisschen individuell seine Bilder bearbeiten. Und natürlich verrate ich jetzt auch nicht jedes von meinen Geheimnissen, weil sonst wäre meine Bildbearbeitung ja quasi auch nicht mehr meine, sondern dann könnte die ja jeder benutzen. Soll jetzt nicht blöd rüberkommen, ich glaube, die meisten Blogger wissen, was ich meine. So, dann gehe ich zum Beispiel hier auf Farbkontrast. Da kann man auch nochmal sehr viele verschiedene Sachen einstellen. Zum Beispiel dieses mit den Spritzlichtern mag ich mal ganz gerne. Helle Töne, dunkle Töne, wie gesagt. Ich spiele da einfach immer so ein bisschen mal rum und gucke, was mir gefällt. Dann auch immer ganz gerne benutze ich hier unter Drama Hell 1 oder Hell 2. Das ist, wenn das Bild ganz dunkel ist. Das wäre jetzt bei diesem Bild nicht nötig, aber da kann man das zum Beispiel richtig krass aufhellen. So. Das war es dann eigentlich auch schon. So, das Bild speichere ich dann jetzt ab. Und dann gehe ich in VSCO Cam und öffne das Bild jetzt hier. So. Was soll jetzt nicht im Mund? Und ja, da mache ich eigentlich immer dasselbe. Also das ist relativ easy. Ich gehe zuerst hier unten und gehe auf Klarheit. Da mache ich die Klarheit ein bisschen rein. Manchmal schärfe ich das Bild auch noch, dass wir bei dem brauche ich das jetzt nicht, aber wenn das zum Beispiel so ein bisschen grisselig oder so ist, kann man das machen. Manchmal, das mache ich aber auch nicht immer, mache ich noch ein bisschen Körnung rein. Das kann manchmal ganz cool aussehen, aber wie gesagt, das mache ich auch nicht immer, je nach Geschmack. Und dann mache ich einfach einen Filter drüber. Und am liebsten benutze ich momentan den Filter A6. Den mache ich dann ein bisschen stärker oder ein bisschen leichter, je nachdem, wie es mir gefällt. Ansonsten benutze ich auch immer ganz gerne hier den S2-Filter oder S3. Die sind so ein bisschen kühler. Also da gibt es tausende. Man kann sich die runterladen. Manche kosten ein bisschen was, aber die sind auch nicht teurer als 1, 2 Euro. Also da könnt ihr eigentlich alles Mögliche mitmachen. Und genau, wie gesagt, A6 benutze ich momentan am liebsten. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Dann speichere ich das Bild einfach ab. Und genau, was kann ich euch jetzt noch zeigen? Facetune kennen wahrscheinlich die meisten auch schon. Das ist einfach, um den Hintergrund zum Beispiel heller zu machen, dafür verwende ich das. Oder um die Haut ein bisschen schön zu zeichnen. Das macht ja auch irgendwie jeder mal. Deswegen kann ich das jetzt auch nochmal ganz kurz drauf machen. Ja, es läuft noch. Genau, also hier, wie ihr sehen könnt, dieses Tool hier, das heißt Glätten. Damit kann man einfach so die Haut ein bisschen schöner zeichnen. Genau. Und das andere Tool, was ich da sehr gern mag, ist das, was ich Aufhellen nennt. Da könnt ihr jetzt einfach über den Hintergrund, auf dem Bild sieht man es jetzt schlecht, aber zum Beispiel hier, wenn ich jetzt auf meinen Top gehe, kann ich das halt hier so heller machen. Ihr wisst, was ich meine. Es ist, wie gesagt, es kommt immer aufs Bild an. Ja, genau. Ja, das war es auch eigentlich. So, ihr Lieben, was ich noch sagen wollte, und zwar zur Bilderbearbeitung, dass man da auch irgendwie so ein bisschen den eigenen Dreh rausfinden muss. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
Klar, man kann anderen Leuten, die, also ich frage auch manchmal, wenn ich mega schöne Filter sehe oder irgendwas richtig Cooles sehe, frage ich, hey, wie machst du das? Aber ich finde, man muss es halt immer so ein bisschen personalisieren. Also klar, man kann dieselben Filter benutzen, das macht ja irgendwie sowieso jeder. Aber man muss halt so ein bisschen seinen eigenen Tick finden. Das ist halt auch, was die Bilder irgendwie so ein bisschen besonders und einzigartig quasi macht. Ich sehe sehr oft auf Instagram Profile, wo ich mir denke, boah, die sieht genauso aus wie XY, sehr bekannte Bloggerin. Und klar, ich finde die Bilder dann auch schön, aber ich finde es halt so ein bisschen schade, weil man ja quasi nur jemand anderen nachmacht. Und man sollte ja auch irgendwie so ein bisschen authentisch bleiben und ja, seinen eigenen Stil halt so ein bisschen entwickeln. Und das wollte ich einfach nur noch mal kurz loswerden. Das soll auch keine Kritik an irgendjemandem sein, aber ja, das ist mir persönlich halt immer ganz, ganz wichtig. Und vor allem bei solchen Videos, finde ich, muss man das auch immer noch mal so ein bisschen, ja, dazu sagen. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass ich euch ein bisschen weiterhelfen konnte, euch ein paar Tipps geben konnte bezüglich der Bildbearbeitung und natürlich auch ein paar coole Apps zeigen konnte. Und wir sehen uns dann wieder am Dienstag, wenn ich es schaffe. Aber ich denke mal, diesmal dürfte am Dienstag auf jeden Fall wieder ein Video kommen. Tschüss!